Du musst gleich Sport kommen, ne? Ja, ich lauf gleich mal Sport. Ja, komm gleich. Hol mir grad noch was. Guten Abend, zu Ticken hier. Sensationeller Transfer beim FC Bayern München. Ciriaco Sforza wechselt zu Inter Mailand und ist dort schon in der kommenden Saison spielberechtigt. Bayern reagierte damit auf den Wunsch des Schweizer Nationalspielers, den Verein so schnell wie möglich zu verlassen. Uli Köhler mit ersten Reaktionen aus München. Ciri hat vor ein paar Wochen ja den Franz Beckenbauer um ein Gespräch gebeten und hat da ja auch Interesse bekundet, da hinzugehen. Weil es letztendlich so ein Spieler, der in Batu in letzter Nähe Konsequenz ins Ausland will, zu halten. Dazu kam natürlich auch, dass Inter Mailand uns wahnsinnig viel Geld geboten hat. Das muss man auch ganz klipp und klar sagen. Und wir uns dann eben dazu entschlossen haben, im Präsidium ihm die Freigabe zu erteilen. Jubeln geht er also ins leere Paradies. Betroffenheit bei seinen Kameraden, aber auch kritische Töne. Ich glaube, vom Menschen hat doch ziemlich viel Unruhe in die Mannschaft gebracht. Und von daher ist es vielleicht für uns alle ganz gut, dass man sich trennt. Ja, er hat sehr gut gespielt und das ist sehr wohnungsschützend. Na komm. Was ist schlimm? Willst du doch wissen. Hör mal, was er sagt. Ich wünsche ihm in Mailand alles Gute, aber er muss sicherlich besser spielen als in München. Du musst doch doch wissen. Ja, Hansi. Einerseits ist es schade, weil er ein ganz netter Kerl war, aber sportlich konnten wir ihn nicht so brauchen. Er hat das Spiel unheimlich langsam gemacht und sehr viele Bälle. Diese Verarschung ist das. Also das weiß ich nicht, ob das war der Bericht des Uli Köhler. Ich weiß nichts von dem. Ich glaube ja nicht. Ey, mich lügt die doch nicht an. Jetzt hört man. Würde ich sagen, der größte Fehleinkauf und sagen wir so, es macht uns nichts aus, dass er wieder gegangen ist. Oh, da scheinen sich doch einige tiefe Gräben zwischen Sforza und dem FC Bayern München aufzutun. Wir haben uns natürlich auch in Mailand umgehört, wo ja Sforzas Lieblingstrainer, der Schweizer Teamchef Roy Hodgson. Da weißt du auch nichts davon? Nee! Das gibt's doch nicht. Hansi, ich muss lachen, aber ich weiß nichts davon. Aufregung bei Inter am Nachmittag. Vorher konnten wir mit Trainer Hodgson sprechen. Ich musste ihn anrufen jetzt. Der Training ist vorbei. Ich habe mit dem Präsidenten gesprochen und ich bin sehr zufrieden, dass wir könnten auch mit Ciriaco Sforza rechnen. Nicola Berti, Mittelfeldmotor, freut sich. Ich habe es heute erfahren und bin sehr zufrieden. Unser Trainer kennt ihn ja. Er hat mich schon beauftragt, nach einer Wohnung für Ciriaco zu suchen. Ich kenne ihn ja von den Länderspielen. Also Ciriaco, herzlich willkommen. Wir erwarten dich so schnell wie möglich. Das ist die Wohnung. Kümmere ich mich. Per la casa, appartamento ci penso io. Speziell bei Beppe Bergomi muss Hodgson allerdings noch Überzeugungsarbeit leisten. Wir freuen uns zwar auf so einen Spieler, der bei uns im Mittelfeld spielen wird. Allerdings habe ich mit Lothar Matthäus telefoniert und der hat mir gesagt, Sforza sei eine Bratwurst. Soweit also die Reaktionen auf den Transfer von Ciriaco Sforza. Natürlich haben wir auch versucht, den Schweizer selbst zu befragen, aber der ist irgendwie abgetaucht und nirgendwo aufzufinden. So müssen wir sie also auf morgen vertrösten. Ja. Der hat dich verkauft. Sind die bescheuert? Wenn ich nicht will? Ja, pass auf, wenn ich nicht will? Du hast doch ein Gespräch gehabt mit dem Franz. Ja, nur mit dem Franz. Er sagt, in dem Moment kannst du nicht gehen. Ich muss ehrlich sagen, dass die das hinter deinem Rücken machen, das, dieses Skandal. Das hat sich verbunden mit deinem Ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin gespannt, ey. Ich bin echt gespannt, du. Das ist ja Wahnsinn. Hallo, Herr Müller, grüß Gott. Hi. Das ist echt der Wahnsinn. Guten Abend. Herr Sforza, der FC Bayern liebt Sie über alles und Sie bleiben natürlich auch beim FC Bayern. Aber das Ganze war ein kleiner Gag von Fuchs 95 XXL in Sat 1.